Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play. Der Waschte von den Simulanten sagt Hallo, hier aus dem Landwirtschaftssimulator von der LIPA Winkelmap. In der letzten Folge habe ich ja auf einer anderen Wiese Gras gemacht, das muss ich heute auch noch schwaden, aber ich sagte ja, ich habe hier eine andere Wiese, das ist die Wiese am Hof. Und da müssen noch oder mussten mal die Kleinballen weggesammelt werden, damit ich hier den Rest, was hier noch so liegt, zu Ballen pressen kann. Das habe ich hier mit meinem kleinen Neuzugang gemacht. Auch wieder Dank an Kramer 14. Ist ein MF 3120. Auch umgebaut, was die Physik angeht. Ja, und der hat jetzt hier mal ein bisschen gesammelt. Ich habe gemerkt, könnt ihr mal sehen, die Textur oder die Farbe vor allem hier von den Ballen da drinne sind dann anders als die, die hier rauskommen. Ja, egal. Das Ganze hier mache ich mit dem Gespann hier, mit dem 1100er MB-Truck und einer Leli-Presse. Leli Velga ist das. Die habe ich umgebaut mit dem Garnrollen-Add-on. Sprich, ich muss immer erst Garnrollen einladen, damit ich überhaupt pressen kann. Ja, das Ganze mache ich jetzt mal. Steig mal ein hier. Das noch ein bisschen runter, jawohl. So, die Bremse raus. Jetzt schmeißen wir das Ding mal an. Bringen den auf Drehzahl. So. Hier war nicht mehr viel, aber es liegt noch ein bisschen was. Das Ganze mache ich, glaube ich, mit dem zweiten Gang. In der Gruppe, in der ich da gerade bin. Das reicht nämlich völlig. Ja, insgesamt schon, ich hatte mich ein bisschen verschätzt, 225 Ballen jetzt gepresst. Ja, weiß jetzt nicht, wie viele Großballen das insgesamt sind. Da liegt einer, 1, 2, 3, 4, sehe ich hier gerade 5, da hinten ist nur einer. So, und hier im rückwärtigen Bereich, da liegt noch einiges. Mal gucken, dass man ein bisschen auf die Schwatt fährt, wenn man hier die Linkskurve nimmt, damit auch hinten alles reinkommt. Ja, das Ganze auch hier mit Mais Plus, sprich ich habe hier mit dem Mähwerk aufbereitet, dann zweimal gewendet, damit ich zu Heu kam. Ja, und jetzt wird das Ganze halt gepresst, um das einlagern zu können für den Winter, für die Kühe. 10 habe ich ja schon. Auch da nochmal, ich sagte ja gerade, dass ich hier mit den Garnrollen-Add-on spiele. Achtet ein bisschen drauf, wenn ihr das Netzfolien-Add-on drin habt. Dann gibt es ein bisschen Problem mit Mais Plus. Und zwar werdet ihr, wenn ihr dann in den Kuhstall geht oder Schweinestall, ist egal, dann zeigt ihr euch bei den einzelnen Futtermitteln ein Error im Prinzip an, also dann sagt er dort Missing File Type Ground, glaube ich. Ja, und das liegt halt an diesem Folien-Add-on. Das habe ich dann rausgenommen, weil das ist ja im Prinzip auch nur für die Rundballenpressen, für die Presswickelkombination, beziehungsweise ja, für die Presswickelkombination. Und da ich ja mit der Kleinballenpresse arbeite, brauchte ich das eh nicht. Habe ich auch nicht vor, dass ich hier Rundballen mache. Arbeite hier ganz gerne hier mit den Kleinballen. So, kann ich hier ausheben. Gucken wir mal, dass wir hier rumkommen. Nehmen wir einmal noch da hinten das mit.
Jetzt ein bisschen Gurkerei, aber beim nächsten Mal schwaden muss ich das ein bisschen vernünftiger schwaden. Ah, jetzt habe ich, hätte ich natürlich auch runter machen müssen, ne? Ja. Steige ich einmal kurz aus, nehme den weg. Das ist halt auch das Schöne an den Kleinbeinen. Kann man einfach mal hochnehmen. Lege ich mir den hier in die Reihe rein, wenn ich den gleich sammeln will. So, zweite Gang wieder rein und Pickup diesmal runter. Den müssen wir vorbeikommen. Jetzt sehe ich gerade auch noch so eine kleine Spur, die sich hier im Schatten versteckt. Ja, ich bin mal gespannt, wie viel dann im Endeffekt hier an Ballen runterkommt. Gucken wir nachher gleich mal zusammen, wenn ich das hier fertig gepresst habe. Ja, und dann ist nächster Schritt, wenn die Ballen hier runter sind. Das Mais Plus Add-on bringt ja einen Tiefenlockerer, sowas in der Art. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall für die Grasbearbeitung, für Graslandbearbeitung im Prinzip ein Tiefenlockerer, mit der dann die Pflügestufe, also ich müsste diese Wiese nämlich jetzt eigentlich pflügen, zurücksetzt und gleichzeitig dann auch 15% Düngung mit reinbringt. Leider nur in 3 Meter Breite, aber was heißt leider, ich habe eigentlich jedes Arbeitsgerät hier, was ich auf der Map benutze, weil einfach nicht so große Felder hier vorhanden sind, hatten eigentlich nicht mehr als 3 Meter bis jetzt, alles was ich habe. Aber es wird natürlich dann auch hier ein bisschen dauern. So, jetzt fahre ich einfach hier rüber, nehme den kleinen Rest hiervon noch mit. Ja, dann müssen wir noch mal kurz aussteigen. Ich denke mal, so 300 Ballen müssen das eigentlich so werden hier, schätzungsweise. Schauen wir mal. Und das Schöne an den kleinen Ballen ist dann halt wirklich, dass ich, also ich presse die ja, oder ich sammle die ja nochmal zu den ganz großen Ballen, die ihr hier rechts seht, zusammen. Aber dann für die Futtermischung ist das dann, glaube ich, ein bisschen angenehmer mit, also man kann ja die Großballen dann wieder aufschneiden. Und dann halt damit zu arbeiten. Damit kann man dann halt die Futtermischung ein bisschen genauer zusammensetzen und einfacher, denke ich. Und die sind halt handelbar, wie ihr gesehen habt, kann ich ja die kleinen Ballen kann ich ja dann schön einzeln per Hand
in den Futtermischer vielleicht werfen. So, jetzt habe ich nur noch die eine hier. Dann schauen wir mal hinten. Hinter der Insel ist, glaube ich, noch ein bisschen was. Jetzt mit. Schauen wir mal, ob er damit. So. Schauen wir mal gerade, wie viel wir schon haben. Ja, 271 Ballen. Ja, und die Großballen, die denke ich, werde ich einfach mit dem Frontlader hier zum Hof fahren, weil da rechter Hand, da die Scheune, da ist auch standardmäßig, wenn ihr hier beim auf der Karte anfangt, ist da, sind da ein paar Ballen schon untergestellt, Rundballen allerdings, da in der Halle da, und da werde ich die, denke ich, einlagern. Da kann ich ja hier einfach mit dem Frontlader rüberfahren und die Ballen holen. Da brauche ich jetzt nicht nochmal anfangen, irgendwie auf dem Anhänger zu stapeln. So, noch einmal die lange Bahn hier. Dann noch die eine kleine, dann müsste es das eigentlich gewesen sein. Ist noch irgendwie so knapp über 300 Ballen haben, würde ich sagen. Ja, und zu dem Garn-Add-on nochmal, ich meine, der eine oder andere kennt das, muss man halt einbauen in die Pressen. Aber wenn ihr jetzt mal unten rechts hinguckt, da seht ihr halt einmal die Anzeige, die sich jetzt auch verändert. Die steigt, was natürlich dann das Heu in der Presse angeht, sprich den Ballen. Und oben drüber die Anzeige mit den Metern, das ist dann die, das Garn, was ich habe, was ich dann natürlich irgendwann mal wieder nachfüllen muss.
damit ich weiter pressen kann. So. Machen wir die aus. Machen wir die einmal leer. Kann die zugeklappt werden. Kann die Drehzahl runter machen. Dann klappe ich die wieder ein. Schöner hinterm Trecker läuft. Und dann fahren wir die in die Halle. Dann müssen wir erst den anderen hier wegfahren. Da hat die schon mal ein bisschen gefiltertes Wasser. Da sind die Garnrollen, die hätte ich noch im Händler stehen. Und Saatgut habe ich da geholt mit dem hier. Hier hinpacken, weil das kann, glaube ich, alles weg, was da steht. So, dann lassen wir einfach mal hier stehen. Und das hier Dünger, Flüssigdünger. Ja, kann man vielleicht noch benutzen. Kalk müsste das sein, ne? Ja. Nochmal Saatgut. Das ist sogar Kraftfutter, glaube ich. Da ist auch nochmal Kalk. Das verwende ich natürlich, bevor ich das irgendwie wegtue. Und dann muss ich halt wegen Mais Plus, muss ich dann dementsprechend mich anpassen. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier rauskommen. Das ist nämlich schön eng. Hier rein. Steht so gut. So. Kann der eigentlich schon mal zum Händler fahren und die Walze abholen? Die ich gleich, was heißt Walze, den nicht Hofeinfahrthändler, aber wohin. Was ich dann halt gleich brauche, um die Flügelstufe hier zurückzusetzen. Ja, als nächstes werde ich dann hier die Ballen runterholen, hier mal schnell noch alles zusammensammeln und dann runterholen. Ich denke, da werde ich auch noch eine kurze Folge machen, wie ich dann mit dem Frontlader einlager. Da brauche ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen Gewicht auf dem MB-Truck. Hier soll es rein, hier waren auch standardmäßig, wie gesagt, die Ballen. Hier würde ich vollpacken. Ja. Das Ganze dann aber mit dem kleinsten MB, den ich hier habe, dem Tausender. Vorher das vielleicht auch mal alles runter. Ja, das ist dann so für die nächsten Folgen. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ihr lasst ein Däumchen da, schreibt was in die Bemerkungen, würde mich freuen. Und wenn ihr ein Abo dalassen würdet, wäre natürlich umso feiner.
In diesem Sinne, der Waschtel von den Simulanten sagt tschüss.